So, herzlich willkommen, liebe Freunde der benzinbetriebenen Unterhaltung. Herzlich willkommen in der Schweiz. Ich bin jetzt gerade in Morschach und ich treffe mich jetzt mit dem Royal Jordanian. Wir werden jetzt heute mal ein bisschen durch die Schweizer Alpen fahren. Oh, ich bin ja mal echt gespannt, ne? Gestern Abend hat er uns schon auf dem Campingplatz getroffen. Kurze Begrüßung. Mal auf ein Bier da, sehr netter Kerl. Ich fühle mich auch ein bisschen geehrt, dass er quasi genug Vertrauen in mich hat, dass er mich trifft, weil er sich nicht gerne trifft mit Leuten, die er quasi nicht kennt, beziehungsweise große Gruppen überhaupt nicht. Boah ey, und die Anfahrt gestern, ich darf es ja eigentlich gar nicht sagen, ne? So fast auf dem halben Weg habe ich gemerkt, ich habe meinen Helm vergessen. Dann musste man nochmal zurückfahren, beziehungsweise ich bin allein zurückgefahren. Frau und Baby waren an einem Parkplatz in der Wiese unter einem Baum im Schatten und ich bin heimgerast. Und dann haben wir es gerade noch geschafft, 20 Minuten bevor der Campingplatz geschlossen hat, sind wir reingekommen. Und ich muss mal sagen, der ist richtig hübsch, ne? Also Ferienhof Rüti kann ich sehr empfehlen, wenn ihr mal einen Urlaub in der Schweiz machen wollt. Und die ganzen Pässe hier, die sind auch nicht weit, ne? Also Klausenpass, Oberalppass, Grimsel, die sind nicht so weit entfernt. Mein Lenker, der ist noch ein bisschen zu weit nach vorne gedreht, den muss ich noch ein bisschen verstellen. Weil ich musste nämlich die Lenkererhöhung abmachen und ich musste die Scheibe abmachen, sonst hätte das Motorrad nicht in den Bus reingepasst. Das ist zu hoch. Ja, und ich habe den Original-Luftfilterdeckel wieder drauf, weil es mir jetzt mittlerweile einfach auf den Keks geht, der laute Luftfilterdeckel. Schau es dir an. Ja, jetzt hämmert die Airbox auch nicht mehr so. Das ist ziemlich angenehm, muss ich sagen. Ja, hier ist er gestern nochmal hochgefahren, gestern Abend von seinem Hotel. Das ist ja mal gar keine schlechte Straße. Und er ist jetzt heute unterwegs auf einer Dukes 97. Die hat er nämlich von KTM zur Verfügung gestellt bekommen. Die haben gesagt, ach, willst du nicht mal die Alpen fahren? Ja, warum nicht? Ja, dann wir fliegen dir eine oder transportieren dir eine 97 nach Genf. Und dann kannst du machen, was du willst. Das hätte ich ja auch mal gern, ne? Würde ich ja nicht nein sagen. Ey, was für eine Kulisse. Echt stark. Ja, Wetter soll auch super werden. Hoffen wir, die Wölkchen, die verschwinden noch im Laufe des Tages. Wir haben es jetzt auch geschafft, alles im Bus zu kriegen. Also Baby plus Motorrad plus Schlafunterlage. Also das Motorrad muss raus, dann muss der Sitz vom Baby ganz nach vorne. Und dann
können wir da drin pennen. Das funktioniert echt gut. So, da ist er, der RJ. Es fühlt sich ehrlich gesagt nicht so schrecklich an, wie ich dachte, ohne Lenkererhöhung. Vielleicht lasse ich das so. Weil die Maschine, die wird jetzt öfter mal in den Van geladen werden. Ja, macht das Sinn. Also der junge Herr da vorne, der hat die Karte. Der hat die Route reingeplant in sein Navi. Also so eine ähnlich kleine Straße wie hier, die sind wir hoch zu unserem Campingplatz gefahren. Und die war auch noch voller Schlaglöcher. Und dann kam uns so ein fetter Bulldog entgegen. Also richtig dick, der hat die ganze Straße eingenommen. Ja, das war ein Spaß. Und dann haben wir rausgefunden, als wir ganz oben waren, da gibt es eine normale Straße. Oh Mann. Oh Mann. Naja, wenn er meint. Wenn er meint. Naja, nochmal umdrehen. Ja, also er hat jetzt das TomTom. Er hat das TomTom Rider 550 und er hat es auf super kurvig und super bergig gestellt. Und sowas kommt dann halt dabei raus. Das Schöne ist, ich habe heute überhaupt keinen Stress. Weder zeitlich, noch Routenplanung, noch Navigieren. Sehr angenehm. Also, jetzt sind wir mehrmals im Kreis gefahren. Regt mir schon das Vorderrad. Eieiei. Da hat er vorhin noch gemeint, ich soll ihm Bescheid sagen, wenn er zu langsam fährt. Also ich glaube, das wird nicht vorkommen. Das würde höchstens vorkommen, wenn wir meine Hausstrecke im Spessart fahren. Aber jetzt auf unbekannten Straßen definitiv nicht. Oh Mann, Mann. Ich frage mich, was das L bedeuten soll. Hat er erst kürzlich den Führerschein? Weil das ist kein 125er da ganz vorne. Ich glaube, das sind alles MVs oder Benellis, schwer zu sagen. Das Heck nicht identifizieren. Ich glaube, das ist die Post. Das habe ich noch nie gesehen. So eine Art großer Mobility-Scooter mit Stapelboxen. Oh Mann, ey. Dieses Postfahrzeug, es ist der Hammer. So, da fahren wir jetzt zum Sackberg hoch. Also das TomTom von unserem Guide hier. Das guidet ihn schon in die manche Sackgasse, weil es da kurvig ist. Das ist alles ein wenig komisch. Also normal wären wir jetzt wahrscheinlich da unten durch den Ort irgendwie gefahren. Aber weil wir jetzt auf super kurvig gestellt haben, macht es jetzt halt diese Mini-Sträßchen noch. Sondern ich fahre mal jetzt da oben lang. So, jetzt haben wir gerade umgeplant. Jetzt machen wir die Route hier auf meinen Garmin. So, jetzt haben wir es jetzt so halbwegs geschafft. Also die halbe Route passt jetzt.
Bahn, ey. Also dieser Belag ist wirklich brutal schlecht. So, jetzt haben wir gerade Mittag gemacht, jetzt geht's wieder runter den Klausenpass. Wir wollen noch den St. Gotthard fahren, aber ich weiß nicht, ob wir das zeitlich alles hinbekommen, weil wir jetzt auf dem ersten Stück so viel Zeit verplempert haben wegen super kurvige Strecke. Also der Kiosk da oben, der ist schon nicht schlecht. Wir haben schon extra Sandwiches bestellt, weil wir gedacht haben, dann dauert es nicht so lang. Und es hat halt ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Also wahrscheinlich haben die das Brot extra noch gebacken. Das schaut gut aus da unten. Alles voller Kuhscheiße. Und das hier wird wieder schlechter. Oh, zu früh gefreut. Schwer hier zu überholen. Ich glaube, ich habe sogar gelesen, dass die Seite vom Klausenpass recht gefährlich ist, halt auch wegen dieser Brüstung da. Also da will ich ja nicht durchrutschen als Mopedfahrer. Nur mit Fallschirm bitte. Lamas, das sind tatsächlich Lamas da oben noch. Oder Alpakas, ich kann die nie auseinanderhalten.
Ja, das ist das Ende des heutigen Tages. Jetzt bin ich hier wieder oben bei uns im Campingplatz. Ach, war sehr schön. Ja, war sehr schön, mal den AJ kennenzulernen. Wie ich schon gesagt habe, sehr bodenständiger Typ. Und das machen wir hoffentlich nochmal. War, glaube ich, nicht das erste Mal. Müssen wir mal schauen, ob sich das nochmal irgendwie ergibt. Bei uns ist es natürlich immer wegen komplizierter mit der Kleinen. Also das kriegt man schon irgendwie hin. Ja, Wetter war top. Also kein bisschen Regen, nicht zu heiß. Da hat man Glück. Ja, und ich muss mal sagen, dieser Hof hier ist der Hammer. Also was du hier für einen Ausblick hast in alle Richtungen. Also super, super. Und da hinten, da siehst du noch die schneebedeckten Berge. Wahnsinn. Also ich denke mal, wenn wir nochmal in die Schweiz kommen, dann haben wir hier auf jeden Fall eine sehr gute Anlaufstelle. Ja, hier saß vorhin Renner und hat gemeint, sie saß eine Stunde oder zwei und hat nur die kleinen Autos sich angeschaut und den Zug. Also hier würde ich gerne nochmal herkommen, hier ist echt sauschön. Und da vorne ist auch ein riesengroßer See, voll mit Surfern und Booten und Kitesurfer habe ich gesehen. Mal gucken, wie die Schweine noch da sind. Also ich weiß ja nicht, was dieses Balzen bringen soll. Die kennen sich doch wahrscheinlich schon nicht, eh alle. Ja, mit diesem Bild verabschiede ich mich dann wieder. Da sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.